M, N und P sind Kantenmitten des dargestellten Körpers. Klein a ortet den Einstichpunkt der Geraden AG in die Ebene MNP. Klein b berechnet den Flächeninhalt des Dreiecks MNP. Und klein c, wie groß ist der Winkel, den die Flächen ABC und MNP bilden? Wir wählen zuerst ein orthonormiertes Bezugssystem des Raumes, zum Beispiel dieses da. Um die Fragen zu beantworten, benötigen wir die Koordinate dieser fünf Punkte. Der Punkt A hat als Koordinate 0, 0, 0, weil es der Ursprung von unserem Bezugssystem ist. Der Punkt C, hat als Koordinate 8, 6, 0. Der Punkt F hat als Koordinate 8, 0, 4. Der Punkt G hat als Koordinate 8, 6, 6. Und der Punkt H hat als Koordinate 0, 6, 6. 0, 6, 6. Da der Punkt M Mittelpunkt dieser Strecke FG ist, erhalten wir seine Koordinate durch Koordinate von F plus Koordinate von G geteilt durch 2. Also 8 plus 8 auf 2, das macht 8. 0 plus 6 auf 2, das macht 3. 4 plus 6 auf 2, das macht 5. Daher die Koordinate 8, 3, 5 vom Punkt M. Da N der Mittelpunkt dieser Kante CG ist, erhalten wir die Koordinate von N durch die von C plus die von G geteilt durch 2. Also hier 8 plus 8 geteilt durch 2, das macht 8. 6 plus 6 geteilt durch 2, das macht 6. Und 0 plus 6 geteilt durch 2, das macht 3. Die Koordinate von P erhalten wir auf die gleiche Weise, weil P ja die Mitte dieser Kante GH ist. Um klein a zu beantworten, brauchen wir die Koordinate vom Schnittpunkt der Geraden AG mit der Ebene MNP. Also suchen wir kartesische Gleichungen von AG und die kartesische Gleichung von MNP. Deshalb suchen wir zuerst kartesische Gleichungen der Geraden AG. Wir schreiben x minus auf gleich y minus auf gleich z minus auf. Hinter den drei Minuszeichen setzen wir die Koordinate von einem Punkt der Geraden AG. Ich habe den Punkt A gewählt mit Koordinate 0, 0, 0. Die Nenner werden gebildet durch die Koordinate von einem Richtungsvektor der Geraden AG. Dazu könnte man den Vektor AG nehmen, dessen Koordinate die von G ist. Aber die Hälfte dieser Koordinate ist auch Koordinate von einem Richtungsvektor der Geraden AG. Also können wir als Koordinate 4, 3, 3 nehmen. Indem wir Bruch 1 und Bruch 2 gleichstellen, finden wir diese erste kartesische Gleichung der Geraden AG und die Gleichheit von Bruch 1 mit Bruch 3 liefert diese zweite Gleichung der Geraden AG. Jetzt die Ebene MNP. Ihre kartesische Gleichung kann so geschrieben werden, diese Determinante ist gleich 0. Die erste Spalte der Determinanten wird gebildet durch die Koordinate x, y, z eines beliebigen Punktes der Ebene minus 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 die Koordinate von einem Punkt der Ebene, ich habe den Punkt M gewählt, mit Koordinate 8, 3, 5, 8, 3, 5. Die zweite Spalte ist gebildet durch die Koordinate von einem Richtungsvektor der Ebene MNP. Ich habe den Vektor MN gewählt, dessen Koordinate wir finden durch Koordinate von N minus Koordinate von M. Und diese Differenz ergibt 8 minus 8, also 0, 6 minus 3, also 3
3 minus 5, also minus 2. Die dritte Spalte der Determinanten ist gebildet durch die Koordinate eines zweiten Richtungsvektors der Ebene MNP, der aber nicht kollinear mit diesem ist. Dazu habe ich den Vektor MP gewählt, dessen Koordinate die von P minus die von M ist. Also 4 minus 8 macht minus 4, 6 minus 3 macht 3, 6 minus 5 macht 1. Diese Determinante können wir zum Beispiel durch die Regel von Sarrus berechnen, also x minus 8 mal 3 plus y minus 3 mal 8 plus z minus 5 mal 0 minus minus 12 mal z minus 5 minus 0 minus minus 6 mal x minus 8. Und das führt dann sofort zu dieser kartesischen Gleichung von MNP. Wir suchen den Einstichspunkt von AG in MNP. Also suchen wir die Koordinate vom Schnittpunkt. Das heißt, wir suchen die Lösung von diesem Gleichungssystem, gebildet durch die zwei kartesische Gleichungen der Geraden AG und durch diese kartesische Gleichung der Ebenen MNP. Die erste Gleichung besagt, dass y 3x auch 4 sein muss, und die zweite Gleichung besagt, dass z auch 3x auch 4 sein muss. Also spätestens hier erkennen wir, dass Ordinate und Lot vom Einstichspunkt gleich sind. Wenn wir in der dritten Gleichung y durch 3x auf 4 ersetzen und z auch, so führt das zu dieser Gleichung, die nur noch die unbekannte x enthält. Hier können wir durch 4 kürzen, da auch, und somit führt diese Gleichung sofort zu x gleich 13 halbe. Und wenn wir dann hier x durch 13 halbe ersetzen und da auch, dann finden wir, dass y 39 Achtel ist und z auch. Somit kennen wir also die Koordinate vom Einstichspunkt der Geraden AG in die Ebene MNP. Der Flächeninhalt vom Dreieck MNP kann berechnet werden durch die Hälfte von der Norm des Vektorprodukts der zwei Vektoren MN und MP. Also brauchen wir die Koordinate dieser beiden Vektoren. Die Koordinate vom Vektor MN erhalten wir durch die von N minus die von M. Also 8 minus 8, das macht 0, 6 minus 3, das macht 3 und 3 minus 5 macht minus 2. Die Koordinate von MP, das ist die von P minus die von M. Also minus 4, 3, 1. Minus 4, 3, 1. Jetzt berechnen wir die Koordinate von diesem Vektorprodukt. Wir erhalten diese Koordinate durch 3 mal 1 minus 3 mal minus 2, also 3 plus 6, das heißt 9. Dann minus 2 mal minus 4 minus 1 mal 0, also 8 minus 0, das heißt 8. Und das Lot 0 mal 3 minus minus 4 mal 3, also 0 plus 12, das heißt 12. Jetzt berechnen wir die Norm von diesem Vektor. Und da unser Bezugssystem orthonormiert ist, erhalten wir die Norm durch Quadratwurzel von Abszisse im Quadrat plus Ordinate im Quadrat plus Lot im Quadrat. Also die Quadratwurzel von 9 im Quadrat macht 81, plus 8 im Quadrat macht 64, plus 12 im Quadrat macht 144. Und diese Summe ergibt 289. Das ist genau das Quadrat von 17. Also ist diese Quadratwurzel 17 und demzufolge ist der Flächeninhalt vom Dreieck MNP gleich 17 halbe. Nennen wir den Winkel, den die zwei Flächen ABC und MNP bilden, Gamma. Den Cosinus von Gamma
kann man durch diesen Bruch berechnen. Der Zähler ist das Skalarprodukt von einem Normalvektor zur Ebene ABC mit einem Normalvektor zur Ebene MNP und der Nenner ist das Produkt der Normen dieser zwei Normalvektoren. Da die Ebene ABC diese horizontale Ebene ist mit kartesischer Gleichung z gleich 0, können wir als Normalvektor den Vektor mit Koordinaten 0, 0, 1 nehmen. Also so. Als Normalvektor zur Ebene MNP können wir das Vektorprodukt der Vektoren MN und MP nehmen, dessen Koordinate wir in klein b berechnet haben. Also finden wir als Cosinus von Gamma dieses Skalarprodukt geteilt durch das Produkt der zwei Normen. Die Norm von diesem Normalvektor zur Ebene ABC ist selbstverständlich 1 und die Norm von diesem Vektor haben wir in klein b berechnet, das ist 17. Dieses Skalarprodukt ergibt 0 plus 0 plus 12, also ist der Cosinus von Gamma gleich 12 Siebzehntel. Durch die Taste Cosinus hoch minus 1 liefert der Taschenrechner uns als Winkelöffnung Gamma 45,09913 Grad.